Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. Wir sind hier in Folge 130 nun bei der letzten Mission angelangt. Schloss Sumpu, Nubodos Ende. Mugens Gefährten konfrontieren den Shogun mit der Wahrheit und mit dieser Enthüllung entscheidet der Shogun, dass sein Bruder sterben muss. Ja, wir spielen wieder Hardcore, ne? Vier Charaktere zur Auswahl und wir spielen. Was denn? Was ist das für eine Frage, ob wir Hardcore spielen? Ja, natürlich spielen wir Hardcore. Das ist, Entschuldigung, ich wollte nur noch mal der Vollständigkeit halber fragen, ob wir wieder Hardcore spielen. Ja, hätte ja sein können. Bestimmt wird alles richtig schwierig, wenn wir auf einmal nicht mehr Hardcore spielen. Weil das, ja, aber wieder ein Hinweis mit Mugen, habe ich schon gesehen. Ja. Okay. Sorry, Dad. お主は 30万の部下でも止められぬ。上様。なすべきことをせい。我が息子を殺した者に言葉はない。龍之介様に手をかけたのは決して我々ではございません。大城無限の死も我々のせいではありません。真実を歪めていたのは 上様、弟君です。そのような至極けしからぬ言いがかりを信じるはずなかろう。証明するものがあるのか。証言がございまする。おいではないか。これがお主のやり方か。この畜生が。 あんたの息子をその手にかけた。嘘です、おじさま。嘘です。汚れた忍びが刀で襲ったのを見たのです。こやつが、こやつが龍之介を殺した。違う。これは嘘よ。続けろ、おいよ。こいつは無限先生も殺した。すべてはあなたを欺くためです、おじさま。よう傷つけ、嘘をつけと脅された。 だが、屈指はせぬ。すべて知っているのは現場を見たからということだな。違います。なぜそこにいた。龍之介がどこにいたか、どうやって知り得た。おじさま、あなたは分かっていらっしゃらない。私に嘘はつけぬぞ、おいよ。 答えろ。正直にな、誰が、この部屋の誰が、世の息子を殺したんだ。お願いです、おじさま。世は父上の言う通りにしただけです。したくなかった。父上が刀を用意し仕向けたのです。悪いのは世では。もういい。もう口を開くな。昇る。 弟め、今まで騙していたのです。気づくべきであった。戦いへの執着、平和な策を話すといつも反対した。弟は平和を欲していなかった。征服を求めていたのか。もし生まれたのが100年も前であれば、 最強の将軍になっていたであろう。過去の闇は今をも曇らす。失ったものへ私たちは復讐を望んでおります。しかし上様の指揮にお従いいたします。無限様がかつてそうであったように。無限、 死して、その忠誠を果たそうとするのか。我が弟に名誉の死などありえぬ。死して忘却へ、歴史の片隅にのみ存在すべきだ。本拠地へ乗り込め。駿府城にな。弟と対峙し、なすべき責務を果たすのだ。戻ってきた時、そなたらの処遇を話そう。仰せのままに、上様。
Dewa Yuke. Ikkokumo muda ni wa dekinu. Omae mo da noboru. Dann haben wir ja Glück gehabt, dass Masaru weich geworden ist. Beziehungsweise sich ein bisschen verplappert hat vielleicht. So, jetzt geht's also zum Schloss Sunpu. Oder Sunpu? Sunpu bestimmt. Sunpu, okay. あの2馬車で行けるのはそこまでだ。準備はいいかい、じいさん。興奮すると若返るの。熊でさえやる気満々じゃ。そうだな。他の奴らもそろそろ配置についた頃か。こっちだよ、愛子さん。もうじき着くよ。大した高校技術ね、ゆきちゃん。さあ。 これからが大仕事ね。登るに近づくのは容易ではなさそうだ。最善の道は常々見えないところにあるもんじゃ。わしが前に教えたことを思い出せ。井戸はそれぞれつながっておるんじゃ。では。 城の上部に行くには井戸が使えるってことだな。たくま様は井戸には鍵がかかって入れないと見ているわ。城前には鍵がある。私、鍵を探せるよ。途中で私たちの変装用の服も探さないとね。いいでしょう。他の仲間とは途中で合流して 井戸には一緒に入りましょう。そこから先は入ってから計画しましょう。さて、始めましょうか。準備万端だよ、愛子さん。わしは準備できたぞ、隼人よ。よし、とっとと終わらせよう。Alles klar. Gucken wir mal ganz kurz die Karte ein bisschen an. Aus wie Arlongs Haus. Das Schloss Sunpu, oder? Oh, siehst du das? Da ist ein Kletterhaken. Da oben. Gerade oben im Bild. Da müssen wir bestimmt auch nochmal hochklettern. Man kann auch wieder ganz nach oben. Granaten. Die Verkleidung holen wir übrigens nicht, oder? Wieso nicht? Achso. Weil die nicht aufgehängt ist irgendwo. Wir müssen jemanden dafür kloppen. Okay. Nein, können wir natürlich trotzdem machen. Mal sehen. Okay, auf der Karte ist sonst nichts vermerkt, außer dem Schlüssel und der Verkleidung. Es gibt wohl irgendwelche Brunnen. Irgendwo, wo ist der Brunnen? Hier, ne? Nee. Da ist ein Brunnen. Achso, das... Also oben rechts war doch noch einer, oder nicht? Das direkt rechts neben dem Anwesen, neben dem großen. Das war der erste, der markiert war. Da. Da, ne? Aber das... Das ist der, durch den wir rauskommen sollen, damit wir ins Anwesen gelangen oder was? Da ist auch noch einer gewesen jetzt. Wo ist einer? Wo? Da, genau, in der Mitte jetzt. Ach, da ist auch noch einer. Für mehrere. Ich glaube, wir müssen einfach an irgendeinen reinklettern und dann sehen wir auch, wo die anderen sind. Okay, theoretisch könnten wir hier einfach, glaube ich, reinlaufen. Also hier zum Beispiel ist ein Eingang und dann kommt man irgendwie da hoch. Genau. Theoretisch sind wir fast schon da. Man kann es bestimmt... auf sehr viele verschiedene Methoden machen.
Hier geht es auch direkt ins Wasser. Man kann bestimmt auch eine ganze Ecke schwimmen. Hm. Aber dann kriegen wir natürlich das Betritt, das kein Wasserabzeichen nicht, ne? überall sind Türme, da können wir natürlich dann wunderbar Takuma einsetzen, um ein paar Leute aus den Türmen wegzuschießen. Ich denke, das sollten wir machen. Es gibt auch ein paar Munitionskisten, die habe ich schon gesehen. Mhm. Das heißt, wir kriegen auch nochmal ein paar Schuss nach. Ja. So, und warum sind die jetzt hier hochgeklettert? Weiß ich nicht. Also da zu dem Stroh, da kannst du hochklettern. Mit den beiden. Aber sonst wird es auch schwierig hier, oder nicht? Sonst wird das wohl schwierig, ja. Du kannst, ich weiß nicht, ob du links außen vorbei noch schwimmen kannst. Das ist ja hier so eine Art Insel. Hier vorbei? Achso, und dann da hoch? Weiß ich nicht, wo man da überall, wo man noch lang kommt jetzt. Bestimmt eine interessante Idee, aber aus irgendeinem Grund sind die ja hier hochgeklettert und ich habe noch nicht verstanden, warum. Ich würde sonst einfach mal hier links rüber gehen. Yuki wollte also gern den Schlüssel holen, hat sie gesagt. Dann machen wir das, oder? Ja. So. Würde ich sagen. Wofür war der Schlüssel noch gleich? Um in die Brunnen zu kommen. Ah ja, okay. Alles klar, dann wollen wir. Werden wir hier gesehen? Du unten stehst wahrscheinlich nicht. Jetzt kannst du hoch und den töten. Meinst du, das wird gesehen? Wenn du hochgehst nicht, nee. Von irgendwem hier? Nee, das ist schon so gedacht, dass wir das machen können. Na gut. Und let's go! Tschüss! Na, dann kannst du ihn da in die Karre rein, in den Boden reinwerfen oder halt liegen lassen, das geht auch. Keiner gesehen. Nichts passiert. Mit dem rechten Analogstick kannst du reindrücken und dann die Aktion durchwechseln. Also wenn du da jetzt einmal rauf drückst, okay. Dann kommt entweder tragen oder in diese Luke reinklettern. Okay, wie kommen wir denn zum Schlüssel? Der ist ja arg weit weg, oder nicht? Der ist jetzt hier ein Stück nach oben noch. Da. Da oben. Da kommt Yuki am besten ran. Uiuiuiui. Wie das? Der Turm wäre eine Option. Soll ich das mal probieren? Ja gut, erstmal hier runter. Hier rechts runter, oder? Geht das? Moment, eher nicht. Geht nicht, nee, okay. Ja, naja, dann, puh. Wie kommt man jetzt hier weiter? Ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht. Aber der wird nicht gesehen, glaube ich, der Strom, wenn er da an der Seite steht. Ah, beim Trop meinst du der? Der jetzt da hin und her patrouilliert? Ja. Das könntest du ausprobieren, ja. Überhaupt nicht gesehen. Ja, gut, nicht von denen, die auf der gleichen Ebene sind. Aber von mindestens zwei anderen. Vielleicht ist es auch mehr eine Schleich-dich-vorbei als eine Schnitzel-dich-durch-Mission. Das könnte sein, ja. Vielleicht kann man von hier aus darüber? Oder darüber? Wow. Na gut. Also ich stelle mir vor, wenn du zum Beispiel den Strohhut, der hier direkt vor dir steht, wenn du den niespulverst, sag ich mal, oder von oben anflötest oder sowas, dann ist er kurz abgelenkt und in der Zeit könnte jemand anders, wenn er das richtig timet, da oben hinlaufen, auf das Dach klettern. Ja, ich verstehe. Das mache ich mal. Wie viel Zeit haben wir noch? Soll ich noch was machen? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, denke ich. Alles klar. Dann wollen wir mal. Achso, den müssen wir oben haben, ne? Guck mal, wie schwer das auch auf einmal ist, wenn wir keine Gebüsche haben. Tja. So, und der Rest ist dann ja nur noch Timing. Boah. Aber fürs Timing ist Timo ja der Richtige. Bestimmt. Huch. Oh, der ist auf der gleichen Höhe. Typ, ey.
Ja, interessant, ne? Oder du gehst erstmal zu dem Ochsen, da sind ja auch Kisten, hinter denen du dich verstecken kannst. Wen sollen wir noch alles niespulvern? Vielleicht musst du wirklich links rum. Ja. Weil der Samurai dich sonst sieht. Boah. So, pass auf. Okay. Okay, das tut mich hier mal gerade ein bisschen schwer. Ich glaube, ich mache das mal ohne Schattenmodus und so. Und einfach nur so. Ja. Alter. Lass mich verarschen. Du musst auch nicht durch die Tür gehen, ne? Du kannst auch oben einfach runterhüpfen. Nach links. Ach so. Das stimmt. Weiß ich nicht, ob das besser ist. Wollen wir das wieder so aufteilen, dass einer die einen spielt und der andere die anderen? Wir können das mal versuchen. Ich würde es allerdings nicht unbedingt forcieren, wenn sich das gerade ergibt, dass wir dann irgendwie hin und her wechseln, dann würde ich das vielleicht einfach machen. Ja, okay. Ich fürchte, das wird sonst zu schwer. Ja. Oder könnte ich mir zumindest gut vorstellen. So, jetzt Niespulver. Oder so. Oder Niespulver, ja. Boah, also gut, das war der erste. Gut, der Typ. Hallo Zivilist, da ist noch einer. Hallihallo. Ja, wie es hier an der Stelle weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Aber vielleicht seht ihr auch Hayato und Takuma-san in Aktion. Die sitzen dann nämlich noch und langweilen sich. Da, die warten darauf, dass Yuki und Aiko jetzt mal fertig machen da und den Schlüssel holen. Aber wer weiß, was die noch alles hier zu tun haben. Hier gibt es natürlich auch jede Menge Wachen und ganz viel Spaß für Alex. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.